Schon lange hegte ich den Wunsch zur Jagd auf den sibirischen Rehbock. Auf der diesjährigen Messe Jagd und Hund in Dortmund informierte ich mich bei einem renommierten Jagdreiseveranstalter und entschied mich für das 102.000 Hektar große Revier Pritobolny südlich von Kurgan. Das Kurgangebiet, der Oblast Kurgan, liegt jenseits des Ural im südwestlichen Teil der westsibirischen Tiefebene im Stromgebiet der Flüsse Tobol und Isset. Alles war perfekt organisiert. Am Flughafen Moskau traf ich meine beiden Mitjäger Volker und Michael, Vater und Sohn aus Berlin, mit denen ich mich bestens verstand und viel Spaß bekam. Am Flughafen Tjumen nahm uns unser Dolmetscher Alexei in Empfang und mit dem geräumigen Transporter ging es dann via Kurgan nochmal 5 Stunden bis zu unserem Camp am Rande des Ortes Erschowka. Das Camp bestand aus einem Holzhaus mit Gästezimmern, einem Holzhaus mit Küche und Speise- bzw. Aufenthaltsraum, einem Holzhaus mit geräumiger Sauna sowie einem Kühlhaus. Nach Vorbesprechung mit Unterweisung in die Sicherheitsvorschriften sowie Vorstellung und Zuweisung der Jagdführer ging es dann gleich raus zum obligatorischen Probeschießen der Waffen. Und von dort brachen wir 3 Jäger mit unseren Führern auf zu unserem ersten Jagdabenteuer in den unendlichen sibirischen Weiten. Okay. Ja. Am Anschuss fanden wir lediglich über eine Strecke von 5 Metern Schweiß. Daher wurde am Folgetag mit allen verfügbaren Personen, einschließlich den Küchendamen Anna und Ljuba sowie Dolmetscher Alexei, das Waldstück durchkämmt. Etwa 120 Meter vom Anschuss entfernt wurde der Bock gefunden. Ich war erleichtert und überglücklich. Der Einschuss saß direkt hinter dem Blatt
und der Ausschuss in Zwerchfellhöhe. Mm-hmm.
Kurz nachdem ich von diesen Heuballen aus einen Bock erlegt hatte, wechselte dieser gute Bock, aus dem Getreide kommend, über den Luzerneschlag auf uns zu. Nochmals Dank, war super, ein ganz toller Morgen. Ja, gestern am ersten Tag, guck mal da hinten, jetzt sitzen wir hier und da hinten steht wieder ein Reh. Ja. Ja, also dieses Wildvorkommen ist unwahrscheinlich hier in Sibirien, in dem tollen Revier, in der Nähe von Kasachstan. Und heute Morgen, ja, hatten wir wieder Glück, schon viel gesehen. Wir saßen da hinter den Heuballen und dann kam der Bock durch das Getreide gezogen auf die Grünfläche. Ja, und ich konnte ihm auf 20 Meter, auf 25 Meter den Schuss antragen, kurze Flucht. Und dann ist, ja, man kann sagen, der sibirische Bock zur Strecke gekommen. Ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank. Спасибо. Bitte schön. Пожалуйста. Okay.